Was geht? Wir sind zurück mit einem weiteren Video NBA 2K24. Es war einmal ein junger Mann, der dachte, er kann Ende August noch Hype mit NBA 2K24 Mighty machen. Er selbst nennt sich Easy 2K. Die anderen nannten ihn nur den Idioten. Ja, und ich möchte heute was Verrücktes machen. Man würde schon vielleicht sagen, was Idiotisches. Aber ich möchte nach 2 Monaten fast gar nicht zocken, nur ein bisschen Clutch-Time. Am Ende von 2K24 mit euch als Abschluss ein Spiel Unlimited machen. Ich gehe mit folgendem Team rein. Wir haben Kareem, Glenn Rice, KD, David Robinson, Victor Wembanyama, Tracy McGrady, Luka Doncic, Julius Irving, Shaq, Yao Ming, Larry Bird, LeBron James und Giannis. Ich habe mit einigen von den Karten noch gar nicht gespielt. Ich habe generell seit Wochen, seit Monaten nicht mehr richtig Unlimited gespielt. Wahrscheinlich werde ich komplett geguckt, aber ich wollte auf jeden Fall mal wieder ein Unlimited-Video machen, weil ich mich auch für 2K25 so ein bisschen einspielen möchte, was das Schneiden, Spielen etc. angeht. Und vielleicht feiert ihr es auch, weil ich habe jetzt in den letzten Wochen viel so Tipps und Tricks, einfach nur Talk-Videos gemacht und einige Leute sind auch einfach gerne da, um mich spielen zu sehen, weil die Streams ja auch immer relativ gut besucht waren. Das hat hier auf dem Kanal gefehlt. Ihr seht, 0 zu 0 ist die Statistik. Ich werde diese Season nicht mehr viel spielen. Ich will einfach noch ein bisschen spielen, damit ich nicht so sehr einroste für 2K25. Den Tipp würde ich euch auch geben. Und wenn ihr noch MTs und VCs habt, dann verzieht die einfach. Und wenn ihr euch noch welche holen wollt für dieses Jahr, was total dumm wäre, oder wenn ihr euch NBA 2K25 über den PSN Store holen wollt, dann guckt doch mal, ob ihr euer PSN-Guthaben über Instant Gaming, über meinen Link holen könnt, weil da bekomme ich 3% von eurem Kaufpreis. Du supportest mich und du kannst von den günstigen Preisen von Instant Gaming profitieren. Eine Hand wäscht die andere. Und jetzt gehen wir ins Game rein. Let's go. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass Instant Gaming uns für die Community ein Gewinnspiel raushauen wird. Link ist in der Videobeschreibung. Du kannst ein Spiel deiner Wahl gewinnen. Jetzt NBA 2K oder Madden oder FIFA oder was ganz anderes. Der letzte Gewinner hat sich auch Guthaben geholt. Also wenn du kein Spiel brauchst, kannst du auch Guthaben einlösen. Ich weiß allerdings nicht, wie viel. Schaut's mal an. Macht mit. Link in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank, Instant Gaming. Das ist eine der dümmsten Ideen, die ich in den letzten Wochen hatte, einfach so kalt in Unlimited reinzugehen. Ich werde so eine Klatsche bekommen. Wir müssen erstmal gucken, ob wir Gegner finden, weil irgendwie keiner mehr spielt. Ich nehme das gerade um 9:30 morgens auf. Alle sind in der Schule, ich habe noch einen Tag frei. Es ist, wie ich vermutet habe, man findet kein Match. Ich warte jetzt schon gefühlt 2 Minuten. Aber wir warten weiter. Wir wollen dieses Match heute haben. Unglaublich aber wahr, wir haben einen Gegner gefunden. Jetzt heißt es erstmal Spieltaktik einstellen. Das wird nächstes Jahr nicht mehr nötig sein und das freut mich enorm. Okay, wir sind drin, wir spielen gegen Tom Arthur, Bronx LA, Join. Taco Fall am Start, Dirk Nowitzki Goat, LeBron Goat, 30 zu 22, der Junge hat gezockt. Also mal gucken, wie wir gegen einen spielen, der das ganze Jahr noch fertig gezockt hat. Mal sehen. Eigentlich müssten wir erstmal unser Freelance einstellen. Das sieht nicht gut aus. Gib mir ein Screen. Kareem. KD. Und da muss jetzt der Cut kommen. Und er kommt. Die Cuts sind am Ende das, was mich rettet. Ich schwör's euch. Wir bleiben schön in der Off-Ball-Defense. Beschissener Pass. Den traut er sich nicht. Taco Fall hat nicht dieses. Ja, wir sind da. Wir sind da. Oh, der ist gut. Das habe ich komplett vergessen, dass Leute das machen können in NBA 2K24. Oh, da kommt er direkt mit dem Stil hier an. Let's go, das End One. D-Rob mit dem Biceps. Oh, wir sind da. Nicht springen, nicht springen. Kareem. Oh nein, das ist gut. Oh, der macht die gut, diese ganzen Dreier da. Vor allem aus der Corner auch raus, das ist wirklich ekelhaft. Und wir gehen rein. Gib mir den. Hopstep. Ich sehe KD. Den hätte ich nehmen können. Cut. Kriege ich nicht. Hoppers. Cutters. Oh, der Steal. Das war stark, Junge. Den nimmt er nicht. Yo, Taco Falls Release ist babbig. KD. Ich sehe UMB, ich muss, zack. Oh mein Gott. Ich bin so im Panikmodus, Alter. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen.
alle, die mich aus dem Stream kennen und sagen, boah, wie machst du diese knappen Games so entspannt? Was gar nicht der Fall ist, da bin ich nie entspannt. Ich weiß gar nicht, wie ihr denkt, dass ich da entspannt bin. Das hier ist gerade alles andere als entspannt. Ich bin da, switch das. Ey, oh mein Gott. Aufpassen. Gib mir den Screen. Und hoch. Let's go. Nein. Ey, dieser Stepback ist so deadly. Das ist der von Nikola Jokic. Geile Animation. CD-Rob. Uff, da muss man echt aufpassen wegen dem Stil. Geh durch. COMB. Standing Dunk. Nee, Foul. Gut, nehme ich. Zweites Foul von Dirk. Seine Bank ist nicht so stark wie seine Starter. Und die kommt jetzt rein teilweise. Mit Kareem. Geht nicht. Gut verteidigt diesmal. Wir bekommen den Rebound. Let's go. Fast Break. Len Rice. Wir sind da. Ah, das ist nix. KD. Den nehme ich. Der ist. Let's go. Für zwei. Wir führen mit drei. Switch das. Switch back. Come on. Geht nicht. Switch das. Ah, die macht er. Das ist alles, was der macht. Diese Dinger aus der Corner. Er will Corner Cheese nutzen. Er kriegt Corner Cheese. Aber wir sind nämlich der bessere Spieler. Wir haben Köpfchen. Wir haben IQ, Junge. Und wir wissen, wie das Spiel funktioniert. Er weiß es auch, aber weiß es nur aus den Cornern. Und ist es das schon gewesen? Nein, das kann nicht sein. Ich warte doch nicht länger auf das Game, als ich es spiele und wir gewinnen. Er ist rausgegangen. Das ist so schade, ne? Ich wollte eigentlich ein schönes 20-Minuten-Game cutten, Highlights rausschneiden und jetzt muss ich das ganze Ding so hochladen. Champions Deluxe Pack? Ja, nehme ich mit, oder? Ja, ist wahrscheinlich das Bessere. Schon alleine vom Quick Sell Value. Wir gucken gemeinsam noch, was drin ist. Hier haben wir auch noch irgendwas erledigt. Ich will noch dieses Unlimited Gameplay hier bekommen. Ich will das noch bekommen, aber es wird wahrscheinlich nichts, weil die Leute nicht mehr so spielen. Ja, das ist eine Enttäuschung. Draymond Green, Pink Diamond. Ah. Ja, Mann. Sag mir Bescheid, ob ich noch eins aufnehmen soll. Und schaut euch nochmal die anderen Videos hier auf dem Screen an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ist bestimmt auch was für euch dabei. Also, wir sehen uns dann. Ciao, ciao.